Wir haben es geschafft. Ja, im letzten Part habe ich tatsächlich die Int-Boss-Gegnerprüfung im vorletzten Gebiet des Pfades der Prüfung geschafft. Doch noch offscreen, also nicht im letzten Part, offscreen nach dem letzten Part habe ich es dann doch noch relativ schnell geschafft, die Prüfung zu bestehen. Ja, das Geheimnis ist einfach, schlicht und einfach. Oh, hier ist Bum Bum. Können wir die jetzt auch ins Team mitnehmen? Das Geheimnis ist einfach, relativ schnell drauf zu drücken, und das gelang mir halt im Part nicht, dass ich dann halt, ja, blockiert habe und nicht so schnell klicken konnte, wie es das Spiel verlangt hatte. Ja gut, heute geht's weiter im nächsten, gleich geht's weiter im nächsten, in der nächsten Ebene, im nächsten Bereich. Letzte Ebene haben wir es heute mal abgeschlossen. Was für ein rätselndes Mädchen! Ich bin Bom Bom und ich komme doch hoffentlich nicht zu spät für die Party. Na, du kommst schon ordentlich spät, aber auf geht's. Nehmen wir dich mit. Spitze, das wirst du nicht bereuen. Oh, das letzte Teammitglied. Der Knochen trocken, du musst gehen. Pom Pom ist jetzt bereit für die Party. Damit hätten wir jetzt offiziell das letzte Teammitglied freigeschaltet. Wollen wir es mal wechseln? Können wir mal jetzt mit Pom Pom spielen? Haben wir jetzt alle Charaktere gesammelt? Ja, jetzt müsste man eigentlich nochmal Mario Party spielen oder die Partner Party oder so weiter, aber ja gut, das muss jetzt halt bei dem bleiben. Joa, vollzählig, die ganze Spalte, alle Mitglieder da. So sieht's aus. Spielen wir Pom Pom. Mit Pom Pom auf die Zielgerade. Oh ja, da habe ich schon was gespoilert. Wie wohl das nächste, der nächste Part auf dem Pfad der Prüfung heißen wird. Wer weiß es. Willkommen zurück, Pom Pom. Zielgerade. 0 von 17. Ja, 17 Herausforderungen auf dem letzten Pfad des Pfades der Prüfungen. Auf geht's. Beenden wir das Ding heute. Let's go. Let's start. Pom Pom. Na. Der Toad hat wieder was zu sagen. Du hast es im netten letzten Gebiet geschafft. Was dich am Ende des Pfades erwartet, musst du schon selbst herausfinden. Ein kleines Foto für Thumbnail gemacht. Boxbold Bataillon. Die erste Herausforderung auf den Zielgeraden. Na dann, ich bin gespannt. Auf geht's. Die Boxbold haben wir schon im Hintergrund. Die haben die Todfresse. Auch der arme Tod. 40 Sekunden lang nicht von Boxbollen erwischt werden. Okay, das dürften wir hinkriegen. Versuchen wir's. Starte mir. Mit Pom Pom sind wir ja jetzt mit einem von Bowsers Schergen unterwegs. Das ist, ja, waren wir schon mit Knochen trocken. Also wir, ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir dann Schergen von Bowser spielen. Ist jetzt nichts Neues. Aber Pom Pom ist zusätzlich noch ein relativ neues Mitglied von Bowsers Schergen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, aus welchem Spiel, in welchem Spiel die liebe Pom Pom ihr Debüt hatte, aber ich befürchte mal in Mario 3D Land beziehungsweise Mario 3D World. Ich glaube davor, vor 3D World, 3D Land, war die noch nicht so wirklich mit dabei. Das ist doch ein relativ neues, auf jeden Fall ein relativ neues Mitglied der Schurkenbande. Ja, auch mal schön, die zu spielen. Hier in Super Mario Party. Pfannkuchenpyramide, weiter geht's. Mindestens 10 Punkte erzielen.
läuft bisher spitzenmäßig, aber das kann sich alles noch ändern. Start! So. Die greifen. Okay, ich habe den Spielstand anfangs noch nicht kapiert. Ja, ich muss das erstmal hier. Okay, alles klar. 10 Punkte muss ich kriegen. Na komm, ach, das Stern hätte mir hier weitergeholfen. Jetzt habe ich nur 5, die Hälfte. Na kacke. Da hat es mit dem Guten auch gleich aufgehört. Ja gut, jetzt weiß ich, wie es geht. Spielen wir es doch ein zweites Mal. Das kann doch nicht die wahre Option sein. Da kommt ein bisschen Kontenance, hier ein bisschen Anstrengung. Aufs Spiel fokussieren. Wegschlagen das Ding. Na komm, und 10. Nice. Aber gerade so. Kurz vor knapp. Beim dritten Versuch. Naja. Zumindest haben wir es geschafft. Präzisionsputzen. Mindestens 100 Punkte erzielen. Okay, dann putzen wir hier mal ein bisschen. Große Rede machen. Aha. Ach du Scheiße, ein Rhythmusspiel. Es ist ein Rhythmusspiel. Verdammt, es ist ein Rhythmusspiel. Das kann doch nichts werden. 100 Punkte. Wie soll denn das gehen? Tack, 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 tack. Oh je. 62. Na, komm. 87. Naja. Ein bisschen Anstrengung und dann geht das auch. Na komm. Zack, zack, zack. Zack, zack. Verdammt. Zack, zack, zack. Zack, zack. Verdammt. Stell mich jetzt ziemlich blöd an. Kurz mal spielen. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Dann komm, Zappi Houston. Geh mal hoch. Zack, zack, zack. Schon bei 70. Oh, das könnte klappen, 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 das könnte klappen. Verdammt. 97. Haarscharf. Am Ziel vorbei. Ach, was soll's. Kommst du wohl gar nicht so richtig weiter? Ja, ich überspringe die Prüfung. Was soll's? Halten wir uns nicht zu lange dran auf. Muss nicht sein. Müssen wir nicht so viel Zeit mit Rhythmusspielen verschwenden. Bombenstimmung ist hier im nächsten Minispiel angesagt. Die gegnerischen Teams müssen wir besiegen und ja, machen wir's. Ich glaube, ich weiß, womit wir es zu tun haben. Auf geht's. Sieht interessant aus. Eier, Hot Potato. Die Bombe nicht zu lange in der Hand behalten. Achso, ich bin Pompom. Und weitergehen. Nice. Okay, der Kreis wird kleiner. Ich muss drin bleiben. Na komm, die Bomben werden nicht weniger. Na komm. Kunst ist, glaube ich, die lange zu behalten und dann. Verdammt. Nein. Ach Mann, Scheigeil. Jetzt bin ich ausgeschieden. Rosalina muss noch bleiben, oder? Kann ich das gewinnen, wenn Rosalina bleibt? Na komm, streng dich an. Na komm, Rosalina, was denn? Na komm. Bowser Junior und Rosalina. Na komm, ich kann doch das, oder? Kann ich das noch gewinnen? Kann unser Team das noch schaffen? Gilt das? Na komm, verdammt. Das war ja klar. Kein schweres Spiel. Na komm. Das Ganze ein bisschen länger in Hand behalten. Na komm. Na weiter. Verdammt. Puh, das war knapp. So, ab in die zweite Runde. Concentration. Abwarten. Verdammt. Okay, wir sind weiterhin noch drin. Zu viert. Na?
Concentration based game. Das war dumm. Verdammt! Ach, Kacke! Das ist doch nicht wahr. Next try. Na komm. Das kriegen wir hin. Na komm. Ein bisschen länger behalten, ein bisschen länger behalten. Na komm, weiter, weiter, weiter. Nein, nein, verdammt, schon in der ersten Runde. Nee. Das war wohl nix. Ein Satz mit X. Das wird ja wohl ganz klassisch rausgeschnitten. Ja gut, wir haben es versucht, wir haben unser Bestes gegeben. Weiter geht's. Lass mich durch, Magic Cooper. Weiter. Oh, das sieht schlecht aus. Ich habe eine Pechsträhne. Was willst du, Todfresser? Toll, dass du so weit gekommen bist. Möchtest du eine Pause einlegen oder weiterspielen? Ich spiele natürlich weiter. Pause einlegen können wir, wenn wir tot sind. Nee, Spaß. Aber wir müssen das jetzt hier zu Ende bringen. Wir müssen das jetzt hier. Ja, wir sind schon auf der Zielgerade. Das ist jetzt hier kein. Ist jetzt hier kein Spaß mehr. Wir müssen das jetzt hier wirklich abhaken. Packen das Duell. Gegner besiegen. Das Spiel heißt wirklich Packen das Duell. Na, dann bin ich mal gespannt, wie packend das wird. Oha! Das kommt mir ja schmerzhaft bekannt vor. Da habe ich doch schon mal versagt. Ach so, ich bin hier die. Die Greiferin. Ich muss das hier. Das Paket klauen. Achso, ich bin rot oder was? Aha, verstehe. Während die das runtertragen müssen, habe ich hier eine Drohne. Zwei. Das ist ja ein bisschen unfair, aber gut. Na komm, die haben schon sechs. Was ist denn hier los? Vielleicht habe ich auch nur die Drohne, deshalb. Na komm. Die sind auch in einem größeren Team. Na komm. Und sechs. Ablegen. Acht haben sie schon. Ich muss mich beeilen. Wir sind auch zu dritt, deshalb geht das bei denen schneller. Das ist dann mein Nachteil, nicht mein Vorteil. Elf haben die, acht habe ich. Verdammt. Na komm. Das schaffe ich doch nicht. 9-12. Verdammt. Das schaffen wir doch. Na komm. Ein bisschen schnell sein. Schneller als schnell. Na komm, dahin. Zu langsam. Die haben sich schon gegrabt. Na komm, na komm. Die Drohne ist ziemlich langsam. Die Drohne ist schuld. Na komm, runter mit dir. Warum kann ich nicht mehrere greifen? Das ist doch unfair. Das ist ungerecht. Jetzt liegen die schon gleich vorne. Ist doch nicht. Ist doch nicht wahr. Kann ich wirklich nicht mehrere greifen? Das ist doch Schande. Ach, verdammt, nicht auch noch. Ich muss denen die Sachen weggreifen, bevor die. Ach, die sind besser als ich. Die sind schon da. Sind schon bei 11. Na komm. Ah, schneller kann ich wirklich nicht. Es geht nicht. Na komm. Ich kann nicht bemühen, es ist. Ich schaffe nur 11. Ah, zum Glück kein Endbosskampf. Der Endbosskampf wird sich aber auch gewaschen haben. Ich sehe es ja schon kommen, da werden wir Ewigkeiten dran hängen. Es ist der letzte Bosskampf, der wird nicht einfach. Es wird nicht leichter. Gleichmäßig gebaut. Ach du Scheiße, nein. Nicht das Spiel. Es musste kommen. Es musste ja, es musste einfach. 25 ohne Fehler an allen Seiten angebracht. Oha. Na komm. Na komm. Fehlerfrei auch noch. Verdammt. Ich bin da wirklich eher ein bisschen schlecht dran im Spiel. Letzte Seite. Nicht über den Rand schmeißen. Das wäre ein Fehler. Ich muss nicht mehr Erster werden. Ich muss es nur schaffen. Aber ich bin sogar Erster geworden. Geh doch. Tja. Sogar relativ schnell. Na denn, Pechsträhne beendet. Hoffentlich. Weiter geht's. Wie gewonnen, so zerronnen. Ja. Wo ich es gerade sagte.
Pechsträhne. So, mindestens 15 Münzen ergattern, ohne von Bob erwischt zu werden. Alles klar, ein kleines Glücksspiel. Na komm, Glücksspiele sind auch hier unfair. Na komm, 15 Münzen, ohne von Bob Omb. Na komm, verdammt! Das war Bob Omb. Versuchen wir's. Na komm, Augen auf. Ach verdammt, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Es ist, als ob ich zweimal so schnell versage, als ob ich das ist. Als ob ich das so vertippe. Ja, gut, weiter geht's. Überspringen wir die Prüfung. Müssen wir uns nicht ewig dran aufhalten. Wir werden uns schon ewig genug am Endbosskampf aufhalten. Das verspreche ich euch doch schon. Hilf dir mal auf die Sprünge. Griff nach den Sternen. Greif nach den Sternen, du bist bereit. Auf deinem Weg stelle dich der Gefahr. Gewinnen ohne einen Sparky zu berühren. Alles klar. Okay. Jetzt wissen wir, was zu tun ist. Schnappen wir uns die Dinger. Ach, wir können uns zwei Bätzchen schnappen. Das ist ja ein Ding. Na komm, schnappen wir uns alle. Dann können wir zwei gleichzeitig. Oh, drei sogar. Können wir. Na komm. Aber die haben nicht Dreier. Ach, ihr Lappen. Na komm, Leute. Ich muss mir einfach alle schnappen, die auf dem Weg sind. Na komm, so geht das doch. Guck mal das doch hin. Hier, na komm. Hier ein. Und dann noch ein. Verdammt. Dann ist Fassi vorbei. Ja. Nein, lieber vorsichtiger als die beiden Sternzeichen weniger als dann. Na komm, Leute. Kommt her. Wir fühlen zwar schon, aber okay. Geschafft. 8-6. Alles klar. Weiter geht's. Nervenaufreibend hier. Will hier wieder schon jemand, dass ich eine Pause einmache. Next da, weiter wird gespielt. Auch Kamek kann mich nicht davon aufhalten, weiter zu spielen. So. Die Hälfte haben wir gleich geschafft. Ja, wird ein langer Part. Ich versuche es ein bisschen zusammenzuschneiden, aber der wird schon ordentlich. Ich sehe hier gerade, ich bin schon fast auf Partlänge. Das packe ich jetzt alles in einen Part rein. Das muss jetzt so. Und bei der, ich weiß nicht, wie lange ich mit der Endboss-Herausforderung brauche, aber ja gut. Quartett komplett. Okay, das kriege ich hin. Start! Das ist ein Minispiel, das dauert ein bisschen länger, aber ja gut. Merken. Da die Dreier. Okay, das ist leicht. Hier. Und das waren sie. Jetzt muss ich mich hin konzentrieren hier. Ein klein bisschen auf das Spiel konzentrieren. Kann ich ein bisschen weniger reden. Ich muss mir die Karte merken. So die roten. Da. Ich merke mir das ganz oben. Ja, nicht so schwer. Ja. Nice. So, zwei Runden sind es noch oder eine? Na, merkt die Karten. Zwei sind es, glaube ich, noch. Da unten sind die zwei, merke ich mir. Getauscht die Plätze. Und jetzt sind sie oben rechts. Hier. Das nehme ich mir. Nice. Und schon geschafft, oder? Nein, eine Runde müssen wir noch. Ja, okay, die wird nicht leicht. Konzentrieren. Da die zwei parallel zueinander links. Nicht parallel schräg zueinander. Jo, unten sind sie jetzt schräg, unten rechts. Na komm, ich nehme das. Und geschafft. Prüfung bestanden. Nice.
Und weiter geht's. Mit maximal einem Fehler abschließen. Ach so, ich hätte mir sogar einen Fehler erlauben können. Fehler. Timing per Trillerpfeife. Nein, ein Minispiel, ein Rhythmusspiel. Ach, verdammt, nicht schon wieder. Mindestens 35 Punkte erzielen. Ach du verdammter Glück. Na komm. Rhythmusspiele, wie ich Rhythmusspiele hasse. Ja, das war sehr gut. Was mache ich? Wie, was, wo, wann? Ach so, Ich verstehe das Spiel erstmal nicht. So kriege ich die 35 Punkte niemals. Aber die sind schaffbar. Na komm. Zu spät. Und war perfekt, um das hinzukriegen. Ja, 18 von 35. Ja, gut. Na, viel zu früh. Nee, das war wohl nix. Ja, Rhythmusspiel halt. Rhythmusspiele. Kann man ihn nicht ganz rauslassen. Das ist doch nichts. Das ist, ja, ist doch nicht das Wahre. So, weiter geht's. Nächste Minispieler. Wir geben nicht auf. Pinguin Hirten. Ah, nein, nein. Nicht das Spiel. Das ist so. Das ist so nervig. Wie verdammt sind Pinguine. Weg mit euch, 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 weg mit euch. Am Ende läuft immer noch ein Netz darum. Das ist doch immer, das ist. Und dann kriegt's nie alle so schnell rein. Das ist doch immer. Das ist immer wieder eine Last mit den kleinen Viechern hier. So ein paar kleine, die da einzeln noch rumlaufen. Man kriegt sie nie komplett. Da siehst du, da haut einer auch schon wieder ab. Na komm, rein mit euch. Der letzte, der besagte. 17 Sekunden haben wir jetzt noch Zeit. Ich stelle mich auf die Seite, damit er gar nicht wegrennt. Ende! Nice. Geschafft. First Story. So, und weiter geht's. Voran, immer weiter voran. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Ja? Ach, das kann ich, das ist gut. Das ist nice. Ein bisschen schütteln. Bumm uns raus. Start! Raus mit euch. Na komm, da bin ich doch relativ gut. Muss gegen die anderen gewinnen oder muss ich es nur schaffen? Ist ja hier auch eine Anforderung. Na komm, ach in der Zeit. Ja. In Zeitbegrenzung gab's. Aber ich hab's geschafft. In 20 Sekunden. Ja, das war die Aufgabenstellung. Und weiter voran. Nein, ich möchte keine Pause machen. Weiter spielen. Wir spielen weiter bis zum Schluss. Bis der Arzt kommen muss. Gesicht per Greifarm. Ach so. Ja, Mario Odyssey lässt grüßen. Oh nee, ich wollte nicht zurückgehen. Fast geschafft, sagt Toadette. Ja. Mindestens 80%, na komm, 80% kriegen wir hin. Obwohl, 80% könnte relativ schwer sein. Müssen wir uns schon anstrengen, das Gesicht hinzukriegen. Na komm, ja, hier könnte es sein. Das könnte klappen. Ja, hier.
Na komm, mach sie hin. Hier. Oh, ein bisschen zu weit rechts. So, hier. Der schielt halt ein bisschen. Ah, ich weiß nicht. Ja, ja, sehr schielend. Aber besser als die anderen. Fahre ich noch ein bisschen runter. Na komm, ja, ich würde sagen so. Ja, 80% dürfte reichen. Sehr knapp, aber... Oh, sogar 98%. Sehr genau. Das war ja fast perfekt. 98%, das ist ja... fast wie aus dem Lehrbuch. So, verflixte Fassis, Platz 1 erreichen. Ja, ist nicht das leichteste Minispiel, aber es geht. Ja, aus welchem Platz 1? Schwerer, leichter gesagt als getan. Durch die Mitte. Ach, verdammt. So werde ich nie Platz 1. Ja. Na komm, Leute. Verletzt euch noch ein bisschen. Platz 1. Nice, Platz 1. Habe ich es doch noch hingekriegt mit abgebrochenem Motor und so weiter und so fort. Abgeranzten Flügeln. Habe ich es doch noch hingekriegt. Taktschläge. Nein, warum so viele Rhythmusspiele jetzt hier auf der Ziel geraten? Warum muss das sein? Mindestens 20 Punkte. Okay. Ach, die Minispiele. Na komm. Na komm. Das kann doch nichts werden. Prima. Ja, kommt auch ab und zu mal vor. Ab und zu. Nicht oft, aber ab und zu. Verdammt. Das war ein roter Ball. Das war ein bisschen was wert. Verdammt. 12. 15. Verdammt, so knapp dran. Na, komm. Na, komm. Das könnte was werden. Na, vielleicht. Vielleicht diesmal. Ich war schon mit dem Gedanken aufs Verlieren vorbereitet. Aber komm, vielleicht besteht doch ein bisschen Hoffnung. Die roten Bälle biegen vielleicht ein bisschen mehr. Na komm, ah nein, das wird nichts. 13, ja. Verkackt. Jo, so sieht's aus. Du kommst aber gerade nicht so richtig weit her. Möchtest du die Prüfung neu springen und weitergehen? Ja, komm. Lass mich weiter. Let me go. Und der Tod hat es schon angedroht. Kugelklauber. Mindestens 30 Punkte erzielen. Los geht's. Schaut nach der vorletzten Prüfung aus. Oder der letzten sogar. Für den Bosskampf. Na komm. Das kriegen wir hin. Die goldenen Kugeln. Abklauben. Nein, das hat der andere. Na komm, mit goldenen rüber. Und 30 muss ich kriegen. Doch machbar, oder? Das kriegen wir hin. Die goldenen sind was wert. Na komm, goldene schnappst du dir. Ja. Rüber damit. 30. Sehr knapp, aber geschafft. Knapp heißt eben trotzdem geschafft. Mindestens 30 Punkte. Ja, das war die Anforderung. Und weiter geht's. Noch eine Prüfung. Oh, Mario. Das ist die letzte Prüfung. Mario erkennt deine Leistung zwar, will aber nicht kampflos dein Geld beigeben. Die Faust im Nacken. Gegen das Team besiegen. Oh, das wird hart. Kurz durchatmen. Und los geht's. Na komm. Lokomotiv. Na komm, lassen wir uns nicht boxen.
runter mit dir. Weg da. Nein. Nein, 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 nein. Wir lassen uns nicht boxen. Nein, nicht von hinten treffen lassen. Verdammt. Verdammt. Nein, nein. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Es sind nur noch wir zwei. Verdammt, verdammt. Er ist mir dicht auf der Pelle. Er ist mir dicht auf der Pelle. Verdammt. Na komm, Mario, dich krieg ich, dich krieg ich, dich krieg ich. Verdammt, 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 nein. Der ist ein harter Gegner, der will hier auf die rüber. Der schafft Fürst 2. Gibt's denn sowas beim Bosskampf Fürst 2? Gibt's scheinbar. Das bisher bei mir noch nie, aber haben wir. Du hast es geschafft und es dir redlich verdient, das Ziel zu erreichen. Nice, haben wir jetzt alles abgeschlossen. Wir haben den Pfad der Prüfung geschafft. Pom Pom, du hast das Ziel des Pfades der Prüfungen erreicht. Wir sind alle total stolz auf dich. Darum, Pom Pom hat's geschafft. Du hast den Pfad der Prüfungen gemeistert. Die wichtigste aller Prüfungen besteht allerdings darin, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Wahre Worte. Und die Prüfung wirst du doch wohl bestehen, oder? Aber sowas von. Bin schon fleißig dabei.